1000 Zuschauer. Wurde erleben zwei ersatzgeschwächte Mannschaften. Beim FC Tirol fehlen vier Spieler. Schmerzlich vermisst man bei den Grün-Schwarzen vor allem Abwehrspieler Walter Kogler. Gleich sechs Mann fehlen bei Austria Wien. Allen voran Varesanovic im Abwehrzentrum. Und stürmischer Beginn der Tiroler. Hörtnagel. Kirchler. Gilewitz. 10. Minute 1:0 für den FC Tirol Milch. Torschütze Radoslav Gilewitz. Der Dank des angeschlagenen Torschützen bei der medizinischen Abteilung seines Teams. Kirchlers ideale Flanke und der Volleyschuss von Gilewitz. Verdiente Führung der Tiroler. Eine Musterkombination, eine von vielen in dieser ersten Spielhälfte. Und schließlich ein Kabinettstück von Gilewitz. 10 Minuten gespielt, 1:0 für die Tiroler. Und das Spiel weiterhin eine ganz klare Angelegenheit für den Tabellenführer. Kirchler, Wohlfahrt. Die aus der Abwehr arg unter Druck. Anfang und Pschencek behindern einander. Und letztlich klärt Franz Wohlfahrt. Und der FC Tirol spielt befreit nach Herzenslust auf. Kombiniert gut. Bauer. Gilewitz. Guter Schuss. Knapp drüber. Ganz knapp. Aber letztlich doch eine von vielen vergebenen Chancen. Austria nur zögernd, abwartend, das Heil in Kontern suchend. Und doch, aufpassen muss man immer. Meierlepp, erste Prüfung für Tirols Torhüter Marc Zingler nach 31 Minuten durch Christian Meierlepp. Meierlepp schwer zu decken, schießt bedrängt von Cencek. Wohlfahrts einstiger Kontrahent im Stuttgarter Tor, Marc Zingler, wehrt ab. Laufduell Ledwon Gilewitz. 37. Minute, Schiedsrichter Brucker entscheidet sofort auf Elfmeter. Gelbe Karte für Hieden. Ledwon trifft das Bein von Gilewitz, verfehlt dabei klar den Ball. Martin Hieden protestiert, sieht gelb. Protestiert nochmals, sieht rot und muss vom Platz. Dann der Elfmeter. Bauer, Wohlfahrt pariert. Bauer rutscht, vergibt. Der Tiroler Kapitän wohl auch ein Opfer des schlechten Rasens im neuen Tivoli-Stadion. Halbzeitstand wesentlich knapper, als der Spielverlauf vermuten ließe. 1:0. Die zweite Spielhälfte. Stürmische Angriffe wiederum der 11 Tiroler gegen 10 Austrianer. Marasek Anfang und tolle Abwehr von Franz Wohlfahrt. Marasek Anfang und Franz Wohlfahrt in Nationalteamform. Der Gegenstoß der Austria. Gelbe Karte für Alexander Knaus nach Foul an Meierlepp und Freistoß für Austria Wien. Sarac nach der Pause neu im Spiel. 1:1. 60. Minute, Torschütze Dragan Sarac. Sarac über die Mauer, der Ball passt ganz genau. Keine Chance für Marc Zingler. 10 Austrianer gleich hinaus zum 1:1. Ein Spielstand, der Ballbesitz und Kräfteverhältnisse bislang völlig auf den Kopf stellt. Die Reaktion des FC Tirol. Marasek. Toller Schuss und tolle Reaktion von Torhüter Franz Wohlfahrt. Mit den Fingerspitzen dreht Wohlfahrt den Ball noch aus dem Gefahrenbereich. Der FC Tirol zunehmend nervöser. Trotz numerischer Überlegenheit. Eckball Austria. Meierlepp. Topic. Topic. Meierlepp. Austria Wien führt in 71. Minute mit 2:1. Torschütze Christian Meierlepp. Topic Minuten zuvor für Janssen ins Spiel gekommen. Versetzt gleich zwei Tiroler. Meierlepp zudem völlig ungedeckt. Austria führt mit 2:1. Meierlepp im Abwehrzentrum völlig vernachlässigt. 2:1. Und der Nimbus von der Festung Tivoli fällt an diesem Abend. 11 Tiroler verlieren trotz starker erster, aber vor allem wegen schwacher, glückloser zweiter Spielhälfte gegen Austria Wien mit 1:2. Letzter Höhepunkt, der Pfostenschuss von Radoslav Gilewitz. Haben Sie persönlich schon jemals so ein Spiel gesehen wie heute Abend? Nein, habe ich immer schon gesagt, im Fußball lernt man nie aus. Und heute war wieder etwas, was ganz neu war. Ich glaube, sowas hat man noch nie gesehen. Wir haben 45 Minuten Austria
dominiert, hätten sehr hoch führen können. Es ist nicht zustande gekommen. Dann kam der Ausschluss, verschossener Elfmeter und zweite Halbzeit ist das Spiel auf einmal gekippt. Und ja, haben wir uns im Prinzip selber zuzuschreiben. Ist das jetzt die neue Handschrift des Ari Hahn hier? Aber das hat er hier gesehen? Ach, ein bisschen früh natürlich, über Handschrift zu reden. Handschrift habe ich schon so, aber wenn man ein paar Tage bei der Mannschaft ist, die Mannschaft hat Charakter gezeigt, hat Stehvermögen gezeigt. Und das ist mal ein Schritt. So, wenn wir das haben und die spielerischen Elemente noch dazu bringen, ich glaube, da können wir noch weit kommen.